Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Matt Vurago und diese Therapie hier ist kostenlos. Genau, wir sind hier bei Evoland 2 Let's Play und sind gerade dabei, hier ein bisschen mit John Schneemann zu spielen. Herausfordern, natürlich tun wir den herausfordern. Auf alle Fälle eine Runde Karten geht auf einmal schon. Man weiß ja nie, wenn man zu... Ach du Scheiße. Das sieht ja schon mal super aus. Ach, fehlt uns etwas. Na, fehlt uns auch ein bisschen was. Hier können wir runter, hier mit hier kriegen wir bloß drei zusammen. Dann mal gleich diesen hier dahin und den da weg. Sieht ja schon mal super aus. Okay, haben zu eine, zwei Schaden gemacht. Okay, der zieht gleich ein paar große weg und eine Fledermaus hin. War jetzt nicht so verkehrt. So, mal drei, den weg. Natürlich interessant, dass man den da oben, der bringt zwei, dann haben wir den Bären mal weg hier, dann auf alle Fälle den Grafiker rein und ihn da weg. Wäre schön, wenn wir den Grafiker hätten schützen können, weil er, obwohl der macht relativ Schaden, das ist vielleicht nicht so verkehrt, wenn der weiter vorne steht. Am Mammut. Scheiße. Aber, das würde bedeuten, wir könnten in die Richtung gehen und da einfach mal die Richtung und die da weg. Fokus ist einfach auch Schaden machen. So, den Mammut haben wir erstmal entsorgt. Okay, ein Wikinger. Oh, der super, dem. Aua, aua. So, oh, der ist auch schön hier. Den werden wir gleich mal hier setzen und ihn dann dorthin. Genauso wie ihn dann dahin. Oh, dann gucken wir mal, ob wir Schaden machen hier. So. Bisschen Mana generiert. Jetzt ist auf alle Fälle nach dem Zug schon kleiner als. Aua. Vielleicht gar nicht mal so unmöglich, den nicht vielleicht zu schaffen. Okay. Der hat nur noch einen. Der hat. Genau, setzen wir ihn mal dahin. Den vielleicht wegnehmen und dann dafür ihn dorthin. So, er macht seinen Schaden. Da haben wir die beiden entsorgt. Und der ist jetzt nur noch bei 6. Okay, der macht 1er Schaden und setzt den da hin. Ah, könnte knapp werden. Damit hat unser. Super. Was ist das? Bis das sein sollte. Aber damit schaffen wir es. Genau. Und damit haben wir den John Schneemann schon mal im Duell gefunden. So knapp, genau. Hier verdient ihr diese Karte. Mal gucken, was wir da kriegen als Karte. John Schnee. Okay, da haben wir gleich mal noch schon eine super Karte abgefasst. Jetzt können wir vielleicht noch mit ihm noch mal kurz reden. Und zwar auf der normalen Art und Weise. Also ihr seid zum Kampf bereit. Ja. Ah, 160. Ah ja, genau. Dann kriegt ihr gleich mal hier die doppelte Packung. So. Dann müssen wir mal gucken, ob wir ein bisschen was Gutes hinkriegen. Vielleicht hier drehen. Ja, gehen wir die Richtung mal an hier. Ah, die sollten wir also nicht benutzen. Die frieren uns etwas ein. Okay, baba. Doch in diese Richtung. Ja, das sieht schon mal kacke aus. Ah, hier vielleicht die Richtung hier. Und da hat er schon wieder. Wie schaffen die es immer so viele Zusatzzüge hinzukriegen? Aua. Also ich weiß jetzt schon, das könnte ein bisschen länger dauern. Nee, das werden wir nicht machen. Wir werden einfach mal hier. Na, ja, ich möchte ja auch ein paar Juwelen kriegen. Was brauchen wir denn eigentlich noch? Gelb wäre doch super. Aber Gelb sieht nicht gut aus. Grün wäre auch. Grün wäre super. Da könnte man vielleicht was mit unserer Heilerin machen. Ja, da haben wir unsere Heilerin bei Sam. Sollten wir auf jeden Fall dann benutzen. Und zwar sie da jetzt. Und zwar mal gucken, wo haben wir viele Grüne. Hier haben wir zwei Grüne und ein bisschen Schaden. Und da haben wir wieder Heilung gekriegt. Okay, ja, aber leider auch. So. Weiter mal im rechten grünen Bereich gehen hier. Oh, 20er Schaden. Das ist ja ganz übel. Und 12, nein, das könnte heiter werden.
Grün. Grün sieht schlecht aus, aber man muss dann nichts in der Hinterhand. Gelb vielleicht hier mal. Ja, wie schaffen wir mal so viel Doppelschaden hier? Einmal grün jetzt. Okay, da haben wir die Grün. So. Natürlich nicht ihn, sondern eher ihn hier. Hier haben wir zwei Grüne. Ja, nehmen wir den hier. Ja, 8 Schaden ist ja nicht so der Brüller. Die hat er, die Heilung hat er gleich schon gefressen wieder. Naja. So. Ist aber doof, dass wir dann hier gleich die Packung kriegen hier. Grün wäre super, habe ich das schon mal erwähnt? Da kommen wir noch nicht weiter mit Grün hier. Ah doch, hier so, ja. Zusatzzug. Oh, das wird gleich ganz übel werden. Okay. Oh, Heilerin, die ist super. Und gleich mit 15 geheilt und nochmal nachgehauen. Wäre jemand hier noch nicht mal unter 100. Aua, 18. Oh, lala. Und wir sind tot. Also mit John Frost wird ja noch Anex. Draußen wird es diesmal leider nichts, Trainer. Trainiert härter und kommt später wieder. Ja, das ist doch genau die richtige Ansage. Also den kriegen wir so noch nicht besiegt. Nicht wirklich. Ja, da brauchen wir auch gar nicht groß weiter ja probieren, weil da brauchen wir immer Erfahrungspunkte. Und zwar mächtig viele Erfahrungspunkte, würde ich sagen. Ach du Scheiße, feier deprimierende Erfahrung gerade. Unser ziemlich deprimierend. Da müssen wir ja mindestens, wenn die noch 3 Level Ups haben oder so. Wenn nicht sogar mehr. Okay, hier ist nichts. Also gehen wir rein. Zu dem schicken Monolithen. Okay, ich würde gerne mal die Dämoneninsel vielleicht weitermachen. So, oh, wir sind in der Zukunft. Ah, guck mal, in der Zukunft kommen wir wahrscheinlich gar nicht groß weiter. Oder war da nicht dann alles geschmolzen? Weiß ich gar nicht mal. Ah ja, hier genau, alles geschmolzen. Ich erinnere mich. So, da haben wir da die Pi. Ah, kommen wir gar nicht hin. Hm. Erkunden wir einfach mal das Land hier ein bisschen weiter. Na, hier kommen wir nicht groß weiter. Also auf und zurück. Also den John Schnee, den kann man vergessen. Momentan wird da noch nichts mit John Schnee. Der hat uns so tierisch aus dem Maul gehauen. Der hat ja unwahrscheinlich Lebensenergie. Das bringt gar nichts. Oh, mal gucken. Da kann man nicht durch, aus welchen Gründen auch immer. Ist kacke, muss ich extra da rumsägen. Wahrscheinlich auch keinen Bock dazu. Hier weiß ich auch noch nicht, wie wir bei den Nymphen weiterkommen. Ah, jetzt gehen wir mal hoch zu den Domänen, sag ich so, Dämonen. Wobei das auch ein interessantes Gebilde ist, wobei ich mich frage, was das sein soll. Ja. Okay. Bei den Dämonen müssen wir wahrscheinlich irgendwo in die Gegenwart kommen. Wäre wahrscheinlich die cleverste Idee, wenn wir da in die Gegenwart kommen. Beziehungsweise hier hoch über dem Monolithen vielleicht hier in der Zeit geraten, wo die 8-Bit-Grafik ist. Weil später waren ja die dummen Dämonen vernichtet und damit die ganze Ruine und damit auch der Magi-Fragment. Genau, die Zeit ist schon mal die richtige, würde ich sagen, ja. Okay. Um die Zeit erkunden wir das Ganze mal hier. Au, okay. Was hat das zu bedeuten? Okay. Ah, interessantes Storytelling. Ihr klingt überrascht, Oberst. Überrascht? Aus eurem Munde, Margus, ist keine Überraschung. Aber ihr? Wie konntet ihr nur? Ehrlich, Oberst. Los, kommt. Versucht meinen Leutnant keine Angst einzujagen. Ich werde sie bald brauchen. Eure Leutnants
Sie gehören zum meinen Kaiser, zum Kaiserreich. Die Zeit ändern sich, Oberst. Ich habe eurem großen Kaiser lange gedient. Aber das war einmal. Jetzt ist meine Zeit auf dem Thron gekommen. Ich habe beschlossen, hier mein eigenes Reich zu gründen. Ah, ihr seid ja irre. Ihr habt ja nichts weiter als ein paar Dutzend Soldaten. In ein paar Monaten kommt der echte Kaiser mit seiner Armee. Gegen ihn habt ihr keine Chance. Macht euch mit mir nicht zu viel Sorgen, Oberst. In der Zwischenzeit werde ich Dämonia erobern und die letzte Dämone vernichten. Und meine Armee wird es mit dieser des Kaisers aufnehmen. Aber wie? Ich werde nicht all meine Geheimnisse enthüllen, Oberst. Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss einen Kontinent erobern. Aha. Da gibt es auch noch die Geschichte. Soldat, Verräter. Oh. Ja, wir haben ja noch eine Geschichte mit Dalkin offen. Dalkin, wo wir da... Ich muss ihn aufhalten. Ja, schön. Dexterminator, wir müssen schnell handeln. Die Dämonia ist noch nicht gefallen. Noch kann ich mein Volk helfen. Das wäre halt interessant, wenn wir es wirklich schaffen, Dämonia zu retten. Okay. Das wird wahrscheinlich die Aufgabe sein jetzt hier. Ah, hier haben wir ihn jetzt hier. Daikin, ich kenne euch. Ihr seid aus dem Kolosseum geflüchtet. Wie war doch gleich Name? Ach ja, genau. Dexterminator, stimmt's? Was macht ihr denn hier draußen? Ach so, aber klar doch. Wo sonst würdet ihr hinwollen, wenn ihr einen Prinzen von Dämonia bei euch habt? Lasst uns passieren. Zu bekämpfen ist leider zwecklos. Ihr braucht eine Armee, um den Dämonen zu gelangen. Selbst nicht, ich bin momentan machtlos. Ach, da gibt es da eine Möglichkeit? Wir können uns mit dem Kaiserreich zusammentun? Niemals. Bündnisse mit Dämonen, lächerlich. Anders geht es doch nicht. Wenn wir den Magus nicht aufhalten, breitet sich die Kämpfe aus. Zehntausende werden sterben. Zumindest habe ich das in der Schule gelernt. Wir müssen den Magus aufhalten, ehe er Dämonia erreicht. Und ein Bündnis ist der einzige Weg. Wir müssen Dämonia unbedingt erreichen, bevor es zu spät ist. Und wenn ich mich dazu mit Kaiserreich verbinden muss, zumindest vorübergehend. Einverstanden. Dalkin? Unmöglich. Ich kann nicht meinen Befehl. Wir befinden uns im Krieg mit Dämonen. Vielleicht aber der Krieg. Magus hat diesen Krieg begonnen. In der Hoffnung, Dämonen für sich selbst zu erobern. Und ihr wollt trotzdem blinde Befehle folgen? Ihr solltet wissen, dass die Befehle zum Wohl des Kaiserreichs umgangen werden können. Ich kann nicht gegen Befehle verstoßen. Tja, Vorago, Dalkin zu überzeugen, wird nicht einfach. In meiner Zeitalter ist er dafür bekannt, die Armee im Kampf gegen den Magus angeführt zu haben. Es war ein echtes Blutbad mit tausend Opfern von beiden Seiten. Deshalb trägt er den Spitznamen Dalkin der Rote. Nach seinem Sieg, wenn man es so nennen kann, verließ er das Militär. Vermutlich ist er in meiner Zeit noch am Leben, wo er jetzt wohl ist. Ja, da waren wir ja schon gewesen bei ihm. Wir müssen ihn überreden, uns durchzulassen. Ich muss mein Volk zu Hilfe kommen. Er ist bestimmt eine Lösung. Ja, wir haben die lustige... Ich kann mich nicht mit euch verbünden. Ich habe meine Befehle. Und zwar haben wir ja die lustige kaiserliche Medaille. Was? Ihr habt eine kaiserliche Medaille, ein heiliges Symbol des Vertrauens des Kaisers. Heißt das, der Kaiser will, dass ich mich mit euch verbinde? Tja, dann bleibt mir keine Wahl. Befehle müssen befolgt werden. Falls ihr Hilfe braucht, jederzeit gerne. Dalkin, mit Dalkins Hilfe könnt ihr ihr eine Armee rekrutieren und befehligen. Verhindert, dass der Magus erreicht. Alles klar. Da haben wir per Zufall ja die richtige Sache gefunden. Achtung. Eine Patrouille der Armee des Magus. Ah, Ninjas hier. Wir müssen schnell zuschlagen, bevor sie restliche Truppen alarmieren können. Wenn eure Freunde euch richtig einschätzen, dann seid ihr ein fähiger Stratege. Ich lasse euch unsere zukünftige Armee aber erst anführen, wenn ich weiß, wozu ihr fähig seid. Ihr übernehmt das Kommando und dann könnt ihr mir zeigen, was ihr drauf habt. Angriff. Strategie basiert. Ach du Scheiße. So, bewegen wir ihn mal nach da. Schützen. So. So, in diesem Bereich und warten. Auch in diesem Bereich und warten. Den bewegen wir mal da nach dort, wenn wir eine andere neue Front machen. Stummen. Und die Tante Anna da. Auch stummen.
Feindabzug, rundenbasiertes Strategiespiel. Aua. Okay, er hat uns geschützt. Alles klar. So, wie das lustige Strategiespiel hier weitergeht, das erfahren wir leider heute nicht mehr, weil unsere Zeit nicht mehr rum, denn das war's mit unserem lustigen Runde Evoland 2 sozusagen. Jetzt erwartet euch nur eins und das ist die Endcard. Das hier am Ende ist die Endcard auf der schicken Ankündigung wie eine Videofilmung. Diesmal eine Jump-Ausgabe, Hospital Tycoon. Dafür wäre ein lustiges, verrücktes Krankenhaus mit lustig verrückten Patienten und Krankheiten. Das Geile an dem Spiel ist, man kann sich in die Patienten reinmorphen und dann gucken, wie die durchs Krankenhaus wanken. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick reinzuwerfen. Das hat tierisch viel Spaß gemacht. Spaß macht auch der YouTube-Button, den solltet ihr drücken und abonnieren. Dann werdet ihr ein Teil der Gruppentherapie. Das lohnt sich auf jeden Fall. Was haben wir sonst noch Spannendes? Genau, Facebook und Twitter, da solltet ihr auch vorbeischauen. Da erfahrt ihr mal relativ viel Infos um den Kanal, über den Kanal und sogleichen aus kann man den da sehr gut erreichen, wenn ihr Fragen, Ideen, andere habt. Facebook ist genau das Richtige, beziehungsweise Twitter. Was haben wir sonst noch Spannendes zu erzählen? Genau, alle Links und URLs findet ihr wie immer unter der Videobeschreibung, genauso wie in den Kommentarbereichen, wo ihr gerne mal reinschauen könnt, wie ihr diese Taktikrunde jetzt findet, in der wir jetzt bei Evoland angekommen sind. Sonst gebt mir einfach einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach unten, wenn ich es auch okay, damit kann ich klarkommen, denn ich bin MacWurago und sagt Servus und Ade.